Hallo Freunde, willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind wieder in unserer roten Flunder unterwegs. Es geht zum Supermarkt. Wir sollen danach Sonnenuntergang hingehen. Ich habe zwar keine Uhr gefunden, aber das da oben sieht aus wie der Mond. Dementsprechend probieren wir das mal. Nachts soll man dort... Nachts soll man dort Ampelmasten richtig toll treffen können. Sack und Asche, was ist denn hier los? Legt euch ins Bett und geht pennen, das gibt's ja gar nicht. Oder ich sollte mich auf die Straße konzentrieren, eins von beiden. Trotzdem versuche ich mein Glück mal beim Supermarkt. Wir haben noch über 46.000 Dollar. Wer baut hier eine Mauer hin? Also, heute wäre ich, glaube ich, besser mit dem Panzerwagen unterwegs. Das wäre erstens für mich gesünder und zum anderen ist der nicht so höllenschnell. Wisst ihr, woran das liegt? Zu viel Total War. Da gibt es nämlich keine Rennwagen oder so ein Schnickschnack. Wie auch immer. Irgendwie haben wir es lebendig hierher geschafft. Ist die Frage. Das da drüben ist der Supermarkt. Schon mal ein ganz guter Anfang. Wie geht? Wir haben jetzt den ganzen Tag hier verdödelt. Das hätten wir aber eigentlich auch leichter haben können. Die fahren sogar Auto mit den Säcken auf dem Kopf. Die sind dümmer, als ich dachte. Na, da müssen wir unbedingt mal gucken, was es dort gibt. Jetzt schauen wir aber erstmal, dass wir das hier mitnehmen. Und ich glaube, hier gab es ganz in der Nähe... Ja, so ein Verteilerkasten. Der müsste gleich da drüben sein, an dieser, nennen wir es Tankstelle. Und dann gilt die ganze Gegend als abgehört. Vielleicht haben wir Glück. 12 Sicherungen haben wir auf jeden Fall, das läuft. Oh, halt den Schnabel. Kann ich jetzt gar nicht, dass mir da so eine Eule in die Ohren schuschut. Ernsthaftes Geschäft. Bobby Weir lässt nicht jeden Pisser mit rein, ist das klar? Nur erstklassige Wichser. Und sonst? Alles klar, da hätten wir auf jeden Fall schon mal was. Und ansonsten, holen wir uns mal den Waffenhändler her. Nachschub gebrauchen. Bin gleich da. Der hat's drauf. Der kommt sogar bis zu uns an den Parkplatz. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er an der Straße stehen bleibt, aber so läuft der Laden. Okay, wir haben Scharfschützengewehr und wir haben eine schallgedämpfte Pistole. Mit der Auswahl bin ich eigentlich ziemlich glücklich. Das Ausrufezeichen heißt, glaube ich, dass es da was Neues gibt, oder? Die ist noch nicht neu. Munition könnten wir aufrüsten. Kostet 10.000. Nee, so viel Geld haben wir nicht mehr. Stattdessen möchte ich Screaming Zennies nachfüllen. Passt. Und Adrenalinspritzen. Da werden wir auch ein paar brauchen. Schusssichere Weste, ich habe zwar gesehen, vorne gibt's eine. Aber lieber eine zu viel als eine zu wenig. Du weißt, wie du mich finden kannst. Logisch. Ja. Und ich dachte, ich fahre wie ein Bekloppter. Nee. Der ist ja übel drauf. Wie auch immer. Ich sehe da im hinteren Gebäudeteil durch die Scheiben auf jeden Fall schon ein paar Leute. Dann werden wir mal gucken, dass wir den Laden hier richtig schön zerlegt kriegen. Sehen wir uns bei Gert? Vielleicht. Sie haben oben gerade erst angefangen. Wie es
die Ausbeute für den heutigen Abend aus. Erbärmlich. Wir haben heute Abend nur ein paar. Heißt, dass die Leute hierbleiben wollen, besoffen werden und ein wenig damit prahlen, wie reich sie sind. Schau mal rein, wenn du es schaffst. Ich muss schnell nach oben, bevor einer dieser Scheißer mit Mr. Moreau redet. Ich treffe dich später. Mach das. Hä? Oder auch nicht. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern. Ich wiederhole, dies ist ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Bitte, lass mich einfach gehen. Oh. Die Gebote beginnen bei $1,000. Höre ich 1,000? $1,000. Höre ich 2,000? Das könnt ihr doch nicht tun. 3,000 von dem Herrn hier vorn. 3,000. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Verkauft für 5,000. Ihr Wichser. Das ist doch nicht nett. Okay, Supermarkt untersucht. Was ist unser Ziel? Den da befragen. Carters Tage als Auktionator sind gezählt, aber er hat eine Truppe, die ihn bewacht. Ihn und den dicken Packen Scheine, der auf dem er hockt. Ist die Frage, lohnt sich da, dass wir einen Sammy reinwerfen? Ich wüsste halt ganz gern, wer hier Gegner ist und wer nicht. So ein Geräusch werde ich nicht einfach ignorieren. Okay, zwei sind... Das Geräusch kommt von einer dieser gottverfluchten Voodoo-Puppen. Gruselig, wie sie Augen haben. Ich habe was gehört. Ich hab ihn erwischt! Bap, bap, bap. Hörst du ich auf? Ich hab's erwischt! Hier drüben! Okay, das sind eine Menge Leute, die gerade abhauen, um die wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Lady, du verlierst gerade den Hauptevent des Darwin Awards hier. Wie hast du es geschafft, so alt zu werden? Bring meinen Arsch aus der Schusslinie! Halleluja! Wir haben nach dir gesucht. So, Repent nehmen wir mal mit. Wenn wir jetzt schon ein bisschen Zeit haben, können wir noch ein paar Bonusgegenstände hier einsammeln. Ja, da unten gibt es auch noch Bargeld und Schnickschnack. Wenn alles klappt, holen wir uns das auch noch. Ich sterbe. Der Hurensohn ist verdammt. Sieh nach, ob er da ist. Bitte. Folgt da idiotischen Penner. Haben wir einen. Der kann eigentlich nicht wissen, wo wir sind. Ich habe hier einen, Leute. Hat hier gut geklappt. Helft mir. Bitte. Soweit, so fit. Leider. Moment. Der, den sie verkauft haben, der ist weg. Wenn er nicht mehr als Leiche hier ist, nehme ich an, er konnte flüchten. Damit war der Einsatz ein voller Erfolg, oder? Eine Menge Nobelkunden kommen extra dafür in die Stadt und sie erwarten erstklassige Ware. Also bring mir die besten, die du hast, mach sie sauber und putz sie hübsch raus, damit sie vorzeigbar sind. Oh Mann. Wenn du das versaust, bist du reif. Miss McCano hat dich schon einmal gewarnt und sie wird es kein zweites Mal tun. Das ist Menschenhandel. Also da verstehe ich keinen Spaß. Nope. Okay, bevor wir jetzt das Befragen machen und hier eventuell den Supermarkt an irgendwen abgeben, laufe ich gerade nochmal durch, sammle das Notwendigste ein. Ich sterbe. Ich meine, das muss man ja nicht verkommen lassen hier. Wer weiß, wenn wir es nicht mitnehmen, nimmt es ein anderer mit. Na, das hätte auch schlimmer laufen können. Soweit so gut. Wir haben noch ein Adrenalin und eine schusssichere Weste hier. Und hören uns mal an, was der zu sagen hat.
Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Wir sind hier fertig. Ja, sind wir. Game over. Und 20.000 futsch gemacht. Ich habe ihn gefunden. Alle hierher. Ha. Ich hab doch gewusst, dass es eigentlich zu leicht war. Alle Mann in Deckung! Schaff mir diesen Wichser vom Hals! Du bist doch ein Schwanzlöcher! Okay, das war richtig mies geschossen. Das kann ich doch besser. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier einigermaßen lebendig rauskommen. Ich könnte natürlich Vitos Jungs als Verstärkung rufen, aber wem gebe ich Frisco Fields? Was hatte ich da gesagt? Ich glaube, das kriegt Cassandra, weil die schon am längsten jetzt nichts mehr gekriegt hat. Und South Downs geht dafür an Burke. Ums Bayou prügeln sie sich dann meinetwegen, das ist mir egal. Aber Frisco Fields unter die Verwaltung von Cassandra zu stellen, ist, denke ich, genau das Richtige. Bereit zum Feuern. Das heißt hier bereit zum Feuern, als würdet ihr irgendwas anderes machen. Ich gehe in den Kabin, hier drüben. So weit, so gut. Das wäre schon mal einer weniger. Jungs, ihr bringt mich gerade auf eine fantastische Idee. Verdammt! Granate! Ach, wie er sich freut. Jetzt wirf schon die scheiß Granate! Granate unterwegs! Tötet unsere ganze verdammte Gruppe! Das mit der Granate hat hier gut geklappt. Dein Blut rot ist. Hier! Der Wichser hat Glück gehabt! Okay, ich habe ihn einmal getroffen, hat gebrannt, aber er fällt nicht um. Da, 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 da. So weit, so gut. Den hätten wir auch. Jetzt zerschießen die mir meinen Supermarkt. Treff ihn dir von der anderen Seite vor. Ich bin hier. Sag, wann's losgehen soll. So, losgehen. Ich hab ihn gefunden. Alle hierher. Ah, da konnte ich nicht schießen. Was Blödes. Das hat gepasst. Bleiben noch zwei oder so. Wie viel Munition haben die? Ich hab hier einen, Leute. Ich muss nachladen! Aber es sah gut aus, wie du die Tür eingetreten hast, ich muss schon sagen. Okay, Schussbahn, die glauben immer noch, ich sei oben. Das ist irgendwie nützlich. Der hat uns immer noch nicht gesehen. Ich muss nachladen. Ich stopf ihm das Maul. Ihr kriegt das, was hinterher von ihm übrig ist. Verdammt, jetzt hat er uns doch noch gesehen. Alle hierher. Das hat wehgetan. Bisschen Munitionsverschwendung, aber das war es mir jetzt wert. So, einmal Waffe wegstecken. Wir wollen ja nicht, dass da irgendjemand glaubt, wir sind aggressiv oder so. Das war alles Selbstverteidigung. Der lebt noch? Junge, du bist ja fast zäh. Trotzdem könntest du mir einen Gefallen tun und leise sterben. Das wäre toll. Danke. Er hält sich für Bruce Willis in Stirb langsam oder was? Schauen wir auf dem Rückweg ins Lebensmittel.
Der macht da einen richtigen Kinski draus. Alles klar. Dann hätten wir noch mehr Zeug. Meine Güte, das hört er überhaupt nicht mehr auf mit den Rassisten hier. Aber rette die Opfer des Menschenhandels. Sieht vernünftig aus. Und das haben wir noch ein paar Mal zu machen, so wie es aussieht. Bestiehl Kojot. Na, eins nach dem anderen. Jetzt. Okay. Ich habe da echt ein schlechtes Gewissen, wenn wir den hier so liegen lassen. Da ist noch einer. Ich werde wahnsinnig. Geht ja nicht, dass wir da einen zurücklassen. Der geht zu seinem Chef und sagt, er war der einzige Überlebende. Da ist er! Los! Das ist an sich ja auch richtig. Du. Verdammte Scheiße, das tut weh! Der Zaun hat mehr Schüsse geblockt als... Ich weiß nicht, das gibt's ja wohl nicht. Muttersöhnchen! Wir könnten natürlich versuchen, einmal im Kreis zu laufen und ihn dann von hinten zu erwischen. Ist mir lieber, als ihm jetzt vor die Flinte zu latschen. Alle Mann in Deckung! Der wirft eine Granate. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ich wollte jetzt nur nichts verschwenden. Die Granate, die wir verbraucht haben, haben wir zwar wieder aufgesammelt, das passt. Aber mit den Semis will ich noch ein bisschen... sparsamer umgehen. Schusssichere Weste. Muss ich nochmal aufladen dann. Okay, das passt. Ich glaube, jetzt haben wir sie wirklich alle. Wurde auch Zeit. Das waren ganz schön viele. Dafür, dass sie eigentlich nur zwei Wachposten hatten ursprünglich, wurde das jetzt doch noch aufwendiger, als es mir recht wäre. Na, Revolver behältst du mal schön. Okay, eine Menge Schaden angerichtet. Und aufgedeckt, was Miss Makano hier treibt. Die wird mir eigentlich immer unsympathischer. Die Leute hier total entspannt eigentlich. Auto immer noch ein bisschen kaputt. Aber das kriegen wir hin. Okay, dann retten wir mal noch ein paar... Leute vor den Menschenhändlern hier. Über die Brücke will ich nicht schon wieder rüber. Das reicht mir noch vom letzten Mal. Ich glaube zumindest, dass es diese Brücke war. Das macht beim Schalten ganz lustige Geräusche. Meine Güte. Jetzt an die falsche Stelle gepackt wieder. Wäre nicht schlecht, wenn man tatsächlich reden könnte. Besonders, wenn man YouTube-Videos macht. So, lass mal sehen hier. Okay, das ist doch noch viel weiter weg, als ich dachte. Ich dachte, das wäre jetzt schon das Häuschen hier. Klopf, klopf. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Waren wir hier nicht schon mal? Aber gut zu wissen, dann hätten wir hier, falls nötig, ein Fluchtboot. Na gut, die letzten paar Meter laufen wir jetzt. Wir schleichen uns sozusagen an.
Wie gesagt, da habe ich nicht so richtig auf die Karte geguckt. Ich dachte, es wäre jetzt schon das Haus da. Aber was soll's? Ein paar Meter laufen, haben noch keinen umgebracht, glaube ich zumindest. Gut, vielleicht in dem Minenfeld, aber ja, ist ja kein Minenfeld hier. Hoffe ich. Okay, die Firma, die die explosiven roten Tonnen vertreibt, hat hier auch irgendwas gemacht. Da sind eine Menge Leute. Ich sehe auf jeden Fall schon mal 4. Laut Minimap sind es 2, 4, 6 Minimum. Das bedeutet, jetzt haben wir sie gekauft, jetzt benutzen wir sie auch. So einen komischen Geräusch. Mal gucken, wie viele da auf einen Fleck laufen. Sieht fast so aus, als wären das so ziemlich alle. Verdammt, das sieht aus, als hätte Satan persönlich hier hingeschissen. Ihr seid so toll. Das da ist der Klang der Hölle, Junge. Geh ihm aus dem Minikarte Weg. Sagt, noch einer. Eine verschlissene Abi, hier drüben! Ist das jetzt nur eine Couch oder ist das wirklich explosiv? Ich glaube, es war explosiv. Lief im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich gut. Oh, verdammt, unbefugtes Betreten. Jetzt haben wir gegen das Gesetz verstoßen. Unerlaubtes Herbeiführen einer Explosion. Das Scharfschützengewehr ist eine Jagdwaffe, sage ich jetzt einfach mal, keine Kriegswaffe. Also da sind wir noch einigermaßen passend. Sechsfachmord. Da könnte der Richter was dagegen haben. Ich höre ein Baby schreien. Gefahr im Verzug. Danke, danke dir. Soll ich euch nicht erst losmachen? Wie wär's? Doch nicht. Mehr als anbieten kann ich nicht. Sechs Matratzen für 3 Leute. So schlecht geht's denn doch gar nicht. Okay, ihr wisst, dass ich das nicht ernst meine. Bin ja froh, dass das so gut geklappt hat hier. Wenigstens eine Sache. Soweit, so super. Und so wie es aussieht, hätten wir... Moment. Die Finanzgrenze auch schon erreicht. Das heißt, wir könnten auch schon wieder mit Jackie sprechen, um dann die letzte Geschichte hier anzustoßen. Aber Menschenhandel ist eine fiese Sache. Ich würde sagen, einen Unterschlupf nehmen wir noch auseinander. Dann reden wir in der nächsten Episode mit Jackie. Oder am Ende dieser Episode noch. Machen dann... Ach komm, ich laufe jetzt weiter. Ich hatte überlegt, mir hier kurz ein Auto zu mopsen und zu unserem anderen Auto zu fahren, aber wie faul kann ein Mensch sein? Ja wie, du hast auf zu sprinten. Sag mir nicht, die paar Meter haben dich schon so erschöpft. Wie hast du Vietnam überlebt, Junge? Also, du musst deutlich fitter werden. Eigentlich, hab mir gerade überlegt, gar nicht so blöd, dass das Auto ständig ein bisschen vermackt ist. Dann klaut's wenigstens keiner. Vielleicht ein bisschen viel Gas. Jetzt. Ja, ich glaube, das ist ganz einfach kein Auto fürs Gelände. Läuft also jetzt schon besser. Klar, Asphalt. Schaltet sich aber immer noch verschnupft. Wah, bist du deppert? Da habe ich jetzt gar nicht auf die Minikarte geachtet. Ich war nur damit beschäftigt, nicht drauf zu gehen.
frontal in den rein wäre vielleicht nicht so toll gewesen. Und auch schon wieder unbefugt. Sowas aber auch. Das ist jetzt allerdings schon eher etwas gehobene Klasse, würde ich sagen. Mit Swimmingpool und dem ganzen Schnickschnack. War ja klar, dass sie die dann Geräteschuppen haben. Ich finde raus, was das war. Da bin ich mir sicher. Ich ziehe mich gerade ein bisschen zurück, weil ich die voneinander trennen will. Kein Glück. Ich glaube, er ist weg. Das klang irgendwie komisch. Das klang irgendwie komisch. Der ist wohl erschossen worden. Kopfschuss. Alarm auslösen? Ach, wozu? Ich weiß ja, woran's liegt. Oh Mann. Die haben einen Bunker. Ich will auch einen Bunker. Laut Karte sind es 4. Ach, dieser Trick mit dem Screaming Sammy wird langsam alt, aber er funktioniert so gut. Versuch gerade zu. Bleib wachsam. Was zur Hölle? Nicht was zur Hölle. Der Wischmopskrieger. Du schon wieder. Ja, ich schon wieder. Na, pass mal auf. Lange her, was? Quatsch ruhig weiter. Hört eh keiner zu. Ich höre schon wieder das Schluchzen. Das ist doch nicht nett, jetzt mal ernst. Ich hab da drüben was gehört. Scheiße! Hier drüben! Oh Gott! Der Arsch will uns abfackeln! Ihr habt den Bunker ausgesucht. Wenn ich jetzt den einzigen Ausgang in Brand setze und eure Luft rausgeht, ist es ja nicht meine Schuld. Also irgendwie schon, aber. Wenn du mich wolltest, hättest du das nur zu sagen brauchen. Wie redet er so viel? Mit ohne Kopf. Na schön, einmal Notiz hier. Worüber predigen denn die? Ihr werdet nicht glauben, wer vorbeigekommen ist. Mr. Remy Duval persönlich. Er hat uns ermahnt, stark zu bleiben und weiterzukämpfen, weil sich die Dinge nun langsam ändern würden. Gott segne den Mann. Oh Mann, bestimmt nicht. Dieses Land hat sich vielleicht von den Weißen abgewandt, aber Remy Duval steht uns immer noch zur Seite. Die Frage ist, wie lange noch? Okay, es gilt auch noch als Kampf. Ich schneide dir dein beschissenes Herz raus! Hat ja gut geklappt. AK im Waffenschrank und Munition für Sturmgewehre, aber Molly auch wieder aufgefüllt. So gehört sich das. Oh Gott. Die wollten... Drei große Matratzen für zwei Leute und eine Menge Töpfe. Und Fertigessen. Also... Ne? Gibt YouTuber, die leben schlimmer. Nicht, dass ich da jemanden kennen würde. Oh Mann, ich muss mit den blöden Sprüchen aufhören. Am Ende glaubt das noch jemand. Ja, er ist schön, etwa einen Tag lang. Aber selbst wenn ich mir erst am St. Nimmerleinstag wieder den... Wir folgen lieber denen,
Die sind bisher nicht aggressiv, aber es ist trotzdem unbefugtes Betreten und man muss es ja nicht beschreien. Ganz im Ernst. Es war bisher so eine friedliche Episode. So, Lady. Wenn du schon nicht losgebunden werden willst, dann lauf schneller. Bestiel. Ja. Wir haben die Sklaven befreit. Oder, ja, Sklaven, ja. Wir haben die Gefangenen befreit. Ja. Das ist Belohnung genug. Da müssen wir jetzt nicht auch noch mal einen beklauen. Reden wir noch mit Jackie. Und dann haben wir beide Missionszweige in Frisco auf dem gleichen Stand. Und dann geht es dann in der nächsten Episode los. Dann läuft der Laden doch. Cassandra wird sich über dieses Viertel sehr freuen. Oh ja. Ich bin mal gespannt, was Lincoln mit Miss Marcano anstellt. Das hat das Potenzial, ziemlich hässlich zu werden, glaube ich. Erstklassig gepackt. Geht fast nicht besser. Jackie! Sie haben alles zerstört, was Moreau und seine Spinner aufgebaut haben. Gut. Fast alles. Yep. Sie finden Chester Moreau im Supermarkt. Woher wissen Sie das? War eine Ahnung. Hab eine Wohnung im French Ward überwacht, die im Namen seines Jüngsten gemietet ist. Da hat der Drecksack sich versteckt. Hat sich mit ein paar Kumpels wieder nach Frisco reingeschlichen. Er weiß, wenn Olivia ihn nicht kriegt, dann sie. Alles gut? Scheiße, nein. Die armen Leute. Ich habe einen alten Freund im Ministerium, der ihnen helfen wird. Aber Moreau und Remy Duval, die werden sich vor Gericht verantworten müssen für das, was sie getan haben. Für alles. Werden sie. Mein Wort drauf. Verdammt, als ich herausgefunden habe, was die machen. Oh, stoppen Sie Moreau. Mach ich, Jackie. Alles entspannt. Nur mit dem Gerichtsdings, da müssen wir nochmal drüber reden. Ich glaube nicht, dass die eine Vorladung kriegen, der sie folgen können. Aber das schauen wir dann mal in der nächsten Episode. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.